Ja, ich möchte mit dir heute über das Thema Wahrheit und Lüge nachdenken. Und ich beginne mit einem Bild, was ich dir zeigen möchte. Und zwar hat das vor kurzem Etienne Klein gepostet. Etienne Klein ist der Direktor der französischen Kommission für alternative Energien und Atomenergie, Physiker. Er hat dieses Bild gepostet und möchte damit aufzeigen, dass Menschen bereit sind, alles zu glauben, wenn es nur von der richtigen Stelle kommt. Dieses Foto hat er unterschrieben mit Foto von Proxima Centauri, dem sonnenähnlichsten Stern, der 4,2 Lichtjahre von uns entfernt ist, wurde vom James Webb Space Telescope aufgenommen. Diese Detailgenauigkeit, eine neue Welt, wird Tag für Tag enthüllt. Und es gab massenhaft Leute, die das weitergeteilt haben, die begeistert darauf reagiert haben, die das darauf geantwortet haben und so weiter. Ging so richtig rund. Und etwas später hat er dann die Geschichte aufgelöst und gezeigt, dass das Ganze eine Fake-Nummer war. Und er schreibt, wir sollten lernen, Autoritätsargumenten ebenso zu misstrauen wie der spontanen Eloquenz bestimmter Bilder. Also, Autoritätsargumenten sollten wir misstrauen. Weißt du, was dieses Bild zeigt? Es zeigt eine Scheibe Corizio-Wurst. Oh wei. Wahrheit in einer Welt von Lüge. Wir alle kennen es. Belogen zu werden, betrogen, hinters Licht geführt, übers Ohr gehauen, an der Nase herumgeführt, für dumm verkauft, veräppelt, reingelegt, in Sicherheit gewiegt, etwas weiß gemacht, einen Bären aufgebunden, verschaukelt, etwas aufgetischt, etwas vom Pferd erzählt oder die Hucke vollgelogen. Goodness, was für eine Fülle von Begriffen, die eigentlich genau das Gleiche betreffen. Du kennst den Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Aber weißt du was, in unserer Gesellschaft heute ist es in großen Kreisen nicht mehr so. Da wird gelogen und ja, man glaubt trotzdem weiter. Man glaubt trotzdem denjenigen, die gelogen haben, immer weiter. Es wird fast als eine Tugend angesehen, den Lügnern glauben zu müssen. Egal, wie oft man auch von offizieller Seite angelogen wird, immer, immer weiter. Und diejenigen, die sagen, Moment mal, hier stimmt was nicht, hier ist Unwahrhaftigkeit drin, die werden teilweise sogar bekämpft. Vielleicht kennst du das. Lüge ist eine Macht. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Lüge ist eine Macht. Und zwar die Macht Satans. Lüge ist das, was überhaupt erst den Sündenfall ermöglicht. Da denkt mal drüber nach. Schon ganz zu Beginn des satanischen Wirkens gegen die Menschheit steht Lüge. Und ich sage dir eins, der Feind belügt alle. Er belügt auch seine eigenen Leute, seine Gefolgsleute. Er stellt ihnen Dinge in Aussicht, die er nie halten kann. Er ist ein Lügner. Wer auch immer auf seiner Seite ist, wird irgendwann feststellen, dass er belogen worden ist, betrogen worden ist, und zwar mit ewigen Konsequenzen. Was wir momentan erleben über den ganzen Globus, ist eine noch nie gesehene und auch eigentlich noch nie für möglich gehaltene Form von Lüge, die auf uns einprasselt, inklusive Manipulation, Propaganda und allem, was dazugehört. Der ganze Erde ist eingehüllt in Lüge wie in einen Mantel. Warum? Weil der Feind merkt, dass seine Zeit abläuft und er mit aller Energie, mit aller Kraft versucht, das umzusetzen, was er als seine Agenda hat. Aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. So prasseln Lügen auf uns ein, beispielsweise durch die Medien, die ihre Worte der Zukunft und so weiter fast prophetisch an uns weitergeben. Und die Menschen sprechen das nach. Das, was ihnen vorgegeben wird, sprechen sie einfach nach.
Und so verfestigt sich das immer mehr und verfestigt sich das und dann entstehen geistliche Festungen, geistliche Strongholds, Gedankenkonstrukte, Bollwerke, ja, von irgendwelchen falschen Dingen, die Leute glauben. Und so wird das Nachreden, das Nachquatschen von diesen Lügen, wird eigentlich zu einem richtigen Problem. Aber ich sage dir eins, auch wenn eine Lüge millionenfach wiederholt wird, wird sie nicht zur Wahrheit. Es ist und bleibt eine Lüge. Auch wenn eine Lüge von Zehntausenden von Leuten geglaubt wird, wird sie nicht zur Wahrheit. Sie ist und bleibt eine Lüge. Nur Wahrheit ist Wahrheit. Lüge bleibt immer Lüge. Lüge ist die bewusste, gezielte, gewollte Verleugnung der Wahrheit. Ja? Es geht darum, andere irre zu führen. Und es geht darum, irgendeinen Schein darzustellen gegen das, was wirklich ist, gegen das Sein. Schein statt Sein. Der Lügner will immer den wahren Sachverhalt verbergen. Die Beweggründe zur Lüge können ganz unterschiedlich sein. Notlügen aus Hilflosigkeit oder aus Ehrgeiz, Prahlsucht oder echte Bosheit, blanke Niedertracht, Eitelkeit, Selbstsucht, Bereicherung, Vernichtungsabsichten, bewusste Schädigung, Raub bis hin zu Mord und so weiter. Die Formen der Lüge sind mannigfaltig. Betrug, Täuschung, Meineid, falsches Zeugnis und so weiter und so weiter. Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir im Alten Testament schon eine Fülle von verschiedenen Begriffen, die diesen Komplex Lüge beschreiben. Ja, wir finden Ausdrücke beispielsweise wie Lügenmaul, Lügenwort, falsches Zeugnis, Lügenprediger, ja, Treuebruch, Bundesbruch, falsche Weissagung, trügerische Hoffnung, falscher Eid im Alten Testament. Oder wir finden im Psalm 119, Vers 29 die Aussage falscher Weg. Ein falscher Weg ist interessant. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, dass es den Weg gibt. Der Weg, das ist die Bezeichnung, wie die Urgemeinde sich bezeichnet hat. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg. Wenn es also ein falscher Weg ist, ist es ein Weg, der in die Irre führt. Oder denk einmal an die Situation mit Bileam, diesem eigentümlichen, sonderbaren Propheten mit seinen Aussagen, ja, der das Volk Gottes verfluchen sollte. Oder denk an diese überaus schrille Geschichte in 1. Könige 22. Ich lade dich ein, dir das mal aufzuschreiben, 1. Könige 22 und mal in der Bibel zu suchen und einfach mal nachzulesen. Das ist wirklich bemerkenswert. Das ist dieser König Ahab. Das ist der gleiche, der mit der Isabel verheiratet war. Und der wird besucht von dem König Josaphat. Und die beiden haben so eine Art, ja, Staatsbesuch. Und der Ahab möchte in den Krieg ziehen und will den Josaphat gewinnen. Und da geht es darum, okay, gibt es dazu ein prophetisches Wort? Und der Ahab holt seine Propheten, nämlich die Baals-Propheten da oder Aschera-Propheten und die prophezeien alles Mögliche. Und dann sagt Josaphat, der hat ein Empfinden dafür, ist denn kein Prophet Jahwes mehr, dass wir durch ihn Jahwe befragen? Das gibt es denn hier keinen echten Propheten. Der hat genau gemerkt, was hier los ist. Da sagte der König von Israel zu Josaphat, einen Mann gibt es noch, durch den man Jahwe befragen könnte. Aber ich hasse ihn, denn er weissagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Es ist Micha, der Sohn des Jimla. Das ist genau der Micha, von dem auch ein prophetisches Buch in der Bibel steht. So, der König, der Leiter, hat kein Interesse daran, die Wahrheit zu hören. Er will Lüge hören, er will Schmeichelei hören, er will Positives hören, er will etwas hören, was seinen falschen Weg bestätigt. Ja, und da hat er eine Fülle von Leuten, die bereitwillig da sind und ihm das weitergeben. Ja, falsche Sicherheit, ihm nach dem Mund reden. Die Folge davon ist Niederlage und Tod. Er hört nicht auf das, was Micha sagt, als wahrer Mann Gottes, sondern er hört auf seine Lügenpropheten. Das ist auch etwas, was heute weit verbreitet ist. Das wahre Wort Gottes, wahre Prophetie, wird gering geachtet. Man hört auf jeden Dreck. Weißt du, letztlich ist es so, dass jede Form von
Götzendienst auf Lüge basiert. Denk doch nur mal beispielsweise an den Showdown auf dem Karmel, wo Elia gegen diese Baalspropheten da war und wo es diese gewaltige Bestätigung war. Und Elia hat gesagt zum Volk, ey, ihr müsst aufhören, auf beiden Seiten zu hinken. Ihr müsst aufhören, Wahrheit und Lüge irgendwie so zu vermischen und irgendwie zu denken, ihr kommt da durch. Es gibt eine Wahrheit und auf diese Seite müsst ihr euch stellen. Okay, und dann im Neuen Testament ist es natürlich so, da wird die Lüge richtig, wie soll ich mal sagen, als etwas Schreckliches, als etwas Entsetzliches, etwas Fürchterliches dargestellt. Die wird regelrecht entlarvt. Ja? Denn Lüge ist immer etwas, was direkt mit dem Reich der Finsternis verwoben ist. Es gibt das Reich des Lichts, es gibt das Reich des Herrn und es gibt eben auch das Reich der Dunkelheit und das Reich der Lüge, wo der Feind eben seine Herrschaft hat. Das griechische Wort für Lüge ist Pseudo. Pseudo. Den Begriff kennen wir nun alle. Und die Bibel spricht sehr, sehr viel davon. Ja? Denn, wie ich vorhin gesagt habe, Lüge ist das Urproblem dieser gefallenen Schöpfung. Und der Feind bekämpft das Verständnis unserer, deiner und meiner Identität und Autorität und unserer Position ganz massiv, weil er will nicht, dass wir ein Verständnis dafür bekommen, wer wir in Christus wirklich sind. Er will uns in diesem Pseudo-Bereich halten, dass wir irgendwas von uns denken, irgendwas über uns glauben. Ja? Ein armer, schwacher Sünder, der irgendwie gerade so kämpft gegen alle möglichen Dinge und ja, sich anstrengen muss durch allerlei Aktivitäten, dass er es vielleicht in den Himmel schafft. Hey, das ist so krank, das ist so falsch. Ja? Der Feind sät Zweifel daran, wer wir wirklich sind. Und er will uns aus echtem Glauben in Unglauben, in Kleinglauben, in Zweifel ziehen und eben nicht in dem Bewusstsein unserer Autorität, Identität und Position vorangehen lassen. Und einer unserer Hauptjobs bei Gottes Haus ist es, dass wir dir diese wichtigen Wahrheiten immer mehr weitergeben und weitergeben und dich in wahre Jüngerschaft führen. Halleluja! Satan ist ein Lügner. The devil is a liar. Amen. Die Bibel sagt, er ist der Vater der Lüge. Der Vater der Lüge. Der Ursprung, demjenigen, von dem die Lüge herkommt. Er lügt immer. Wenn er lügt, dann ist es von deinem tiefsten, innersten Wesen heraus. Und ihm steht tatsächlich eine ganze, wie soll ich mal sagen, Bataillon von Kräften von Lüge zur Verfügung. Da gibt es beispielsweise natürlich den Antichrist. Lügenhafte Wunder wird er tun, damit die Menschen der Lüge glauben. Lügenhafte Wunder, interessant, nicht wahr? Es gibt falsche Christusse, Pseudo-Christoi. Menschen, die sich für Christus ausgeben, vielleicht sogar Zeichen und Wunder tun, aber es geht darum, dass sie die Auserwählten verführen und in die Irre leiten. Es ist erstaunlich, wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut oder überhaupt die Geschichte und mal in Erfahrung bringt, wie viele Menschen in den letzten 2000 Jahren behauptet haben, der Christus zu sein, der Messias. Es ist unfassbar. Und auch heute gibt es diese Leute, die sich als Christus feiern lassen. Dann gibt es natürlich die falschen Propheten. Falsche Propheten ist etwas, wo die Bibel tatsächlich öfters von spricht, auch schon im Alten Testament. Ich hatte dir das gerade erzählt, beispielsweise in dem, der Story da von dem Propheten Micha. Ja? Falsche Propheten führen das Volk Gottes in die falsche Richtung. Sie wenden sie von Gott ab. Sie wenden sie auf einen Irrweg. Und genau das ist das Problem. Und das findest du im Alten Testament reichlich beschrieben. Eben, indem sie das Volk in falsche Sicherheit vorgaukeln und gleichzeitig dann beispielsweise das Gericht kommt. Beim Propheten Jeremia ist das schockierend, wenn man sich damit beschäftigt, wie er dem Volk die Wahrheit sagt und wie das Volk kontinuierlich das Falsche macht. Und weder seinen Warnungen glaubt, noch wenn er irgendwelche
ich sag mal, positive Verheißung weitergibt. Egal was er macht, es wird immer abgelehnt. Auch das Neue Testament warnt uns vor falschen Propheten, vor Verführern. Was sind denn falsche Propheten? Es sind Stimmen, die das Volk Gottes verführen, auf einen falschen Weg bringen. Ja? So, und diese Stimmen sind irgendwas. Beispielsweise die Medien, die uns irgendetwas sagen, was auf uns zukommt und in was wir hineingehen. Und ja, falsche Prophetie. Wir müssen sehr genau aufpassen, was wir glauben. Was wir glauben. In der Offenbarung gibt es dann natürlich dann den falschen Propheten, ja, der Hand in Hand mit dem Antichrist arbeitet und eben diese sich zusammenbrauende wiedergöttliche Weltmacht eben unterstützt im religiösen System. Aber damit nicht genug. Es gibt nicht nur falsche Propheten. Es gibt auch falsche Apostel, wie beispielsweise im Korintherbrief oder in Offenbarung erwähnt werden. Es gibt falsche Lehrer, ja, schreibend Petrus, 2. Petrus und 1. Timotheus finden wir das. Es gibt falsche Brüder. Es gibt sogar etwas, was falsche Gemeinde ist. Und ich persönlich glaube, wenn ich mal an den fünffältigen Dienst denke, dass es auch falsche Pastoren und falsche Evangelisten gibt. Immer solche, die Menschen in die Irre führen, die Menschen vom Heil wegführen, die Menschen von Christus wegführen. Ja? Und immer wieder natürlich werden wir auch mit falschen Zeugen konfrontiert. Ja? Pseudo-Martyres. Also das Wort Zeuge ist das, woraus unser Wort Märtyrer kommt. Aber die falschen Zeugen waren einfach nur falsche Zeugen. Sie haben gelogen, weil sie beispielsweise bestochen worden waren. Wir finden das natürlich bei der Verhörung von Jesus, wo sie ihn hinterher zum Tod verurteilt haben am Kreuz. Aber die Bibel ist noch viel, viel, viel deutlicher. Sie sagt uns, Römer 3, Vers 4, alle Menschen sind Lügner. Autsch. Alle Menschen sind Lügner. Das ist der Sündenfall. Das ist basierend auf der Lüge Satans, die geglaubt worden ist, sind wir unter diese Macht der Lüge gekommen. Römer 1, Vers 25, die Heiden haben Gottes Wahrheit verwandelt in die Lüge. Und so warnt Paulus davor, dass es Christen gibt, die falsch glauben, die Lüge glauben. Damals insbesondere war das die Irrlehre der Gnostik. Ja, heute gibt es alle möglichen anderen Irrlehren und falsche Wege, die so leicht von irgendwelchen Geschwistern geglaubt werden. Aber denkt mal drüber nach, wegen ihrer, wie soll ich mal sagen, hartnäckigen Lüge, inmitten einer Heilig-Geist-Atmosphäre, wo das Feuer Gottes richtig brannte in der Urgemeinde, sterben Ananias und Sapphira. Sie haben gelogen und diese Lüge, die vielleicht gar nicht mal so aus unserem Verständnis dramatisch war, führt dazu, dass sie zu Tode kommen. In der unmittelbaren Gegenwart Gottes, ich sage mal in Erweckungszeiten, in Zeiten seines Feuers, kann sich keine Lüge halten. Das findest du in Apostelgeschichte 5. Das Reich der Wahrheit steht dem Reich der Lüge in diametralem Gegensatz. Ja? Und eigentlich, bei Licht besehen, war Jesu Leben ein einziger Kampf gegen die Mächte der Lüge hier auf diesem Globus. Die Bibel sagt, dass in seinem Mund kein Betrug gefunden wurde. 1. Petrus 2, Abvers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Munde gefunden worden. Das ist unser Vorbild. Keine Sünde, kein Trug, keine Lüge. Er ist unser Beispiel. Seinen Fußspuren sollen wir folgen. Und wenn du dann dir mal die Leidensgeschichte Jesu anschaust, diese Passionsstory, da merkt man, wie geballt die Macht der Lüge auftritt. Schau mal, was Jesus gegenübergetreten ist. Da ist zunächst einmal der Verräter Judas. Der Verräter Judas, der sich der Lüge hingegeben hat. Da ist dann Hannas und Kaiphas mit ihren
Leuten, die sie bestochen haben, wo gelogen wird. Dann gibt es diese heuchlerischen Schriftgelehrten und Pharisäer. Dann gibt es eben diese falschen Zeugen, die sich haben kaufen lassen. Dann gibt es dieses wetterwenderische Volk. Und dann gibt es natürlich Pilatus und Herodes. Und dann in all dem kommt es noch zu dieser Verleugnung des Petrus, wo ja einfach dieser Jünger sich der Macht der Lüge auch hingibt. Dreimal, bis der Hahn kräht. Was für eine geballte Ladung von Betrug, von Lüge, von Niedertracht, die Jesus da gegenübertritt. Und nicht nur das. Dann war es noch bei der Auferstehung. Da haben die hohen Priester durch Bestechung die Wachen dazu gebracht, zu lügen. Was ist hier passiert? Die geistliche Obrigkeit hat die Lüge finanziert. Das gibt es auch heute noch. Aber weißt du was? Der Sieg Jesu ist vollbracht. Und er kommt wieder. Und sein Sieg wird bei seiner Wiederkunft absolut offenbar werden. Und bis dahin ist sein Volk, das Volk Gottes, die Grundfeste der Wahrheit. Wir lesen in 1. Timotheus 3, Vers 15. Damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Halleluja. Halleluja. Durch unsere Wiedergeburt im Geist werden alle Menschen, die Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen haben, von dieser Position des Lügners weggenommen und hineingeführt in das Haus Gottes. Das ist genial. Wir brauchen uns nicht mehr unter dieser Macht der Lüge zu beugen. Wir sind frei geworden davon. Dennoch müssen wir vorsichtig sein. Ja? Denn Gottes Befehl lautet, legt die Lüge ab. Das hat also etwas zu tun, wo wir bewusst und aktiv dranbleiben müssen. Es gibt immer wieder diese Versuchung, in Lüge reinzugeraten. Also beispielsweise die Aussage, legt die Lüge ab, findest du in Epheser 4, Vers 25, in Kolosser 3, Vers 9, in Jakobus 3, Vers 14. Immer wieder diese Aufforderung, ey, legt die Lüge ab. Warum? Weil es das Problem gibt, dass diese Lüge nach uns greifen will. Ablegen ist etwas, was wir tun müssen. Das macht nicht der Herr für uns, sondern das müssen wir tun. Sehr, sehr wichtig. Es geschieht nicht automatisch. Und ich denke mal, jeder von uns hat schon mal die Erfahrung gemacht, gerade von Christen auch angelogen worden zu sein. Das ist etwas, was besonders schmerzhaft ist. Alles in allem ist dieses Thema super ernst. Ganz, ganz ernst. Denn, und jetzt wird es wirklich dramatisch, denn alle, die Lüge lieben oder tun, werden vom Reich Gottes und von seiner Herrlichkeit ausgeschlossen. Lüge ist nichts Kleines. Lüge ist etwas ganz extrem Böses, Widergöttliches. So lesen wir in Offenbarung 21, Vers 8. Den Feigen und Ungläubigen und mit Greuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern, das Wort, was hier im Griechischen steht, ist Pharmakeus, Zauberer, denkt mal drüber nach, und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Hey, die Bibel sagt, alle Lügner kommen in den Feuersee. Das ist wirklich schlechte Nachricht, wenn die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner. Und nur diejenigen, die Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen haben, können da rauskommen. Aber auch wir sind aufgefordert, wie gerade gesagt, legt die Lüge ab, legt die Lüge ab. Das ist nichts Kleines. Offenbarung 21, Vers 27, ein paar Verse weiter heißt es. Und alles Unreine wird nicht in sie, und damit ist das neue Jerusalem gemeint, hineinkommen. Noch derjenige, der Greuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Keiner, der Lüge tut, kommt in das
himmlische Zion, in das himmlische Jerusalem. Klare Aussage der Bibel. Und dann, und das ist einer der allerletzten Verse der gesamten Bibel, ja, im letzten Kapitel, Offenbarung 22, Vers 15 heißt es, draußen sind die Hunde und die Zauberer. Und hier steht das Wort Pharmakos. Klein bisschen anders. Pharmakos, die Zauberer. Denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Weißt du, was das heißt? Wer lügt, ist dabei, seine Ewigkeit zu verspielen. Er steht in dieser Gefahr. Das ist keine kleine Nebensächlichkeit. Hier geht es nicht um ein Kavaliersdelikt. Nein, hier geht es um alles. Und der Feind versucht uns genau in dieses Ding reinzuführen, dass wir denken, naja, ein bisschen hier das anders dargestellt, ist ja kein Problem. Doch, es ist ein Problem. Es ist dramatisch, es ist extrem ernst. Wer lügt, bewegt sich immer in der Agenda des Feindes. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen uns dessen bewusst sein, welche Macht die Lüge ist. Es ist die Macht des Feindes auf den Punkt gebracht. Wer lügt, dient dem Vater der Lüge. Was auch immer das für eine Lüge oder was auch immer das für eine Art von Lüge ist. Pilatus hat Jesus gefragt, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? So als ob es keine absolute Wahrheit gäbe. Nicht wahr? Johannes 18, Vers 36 steht das. Aber die Bibel sagt uns, hey, Wahrheit. Wahrheit ist etwas, das ist real. Es gibt Wahrheit. Es gibt absolute Wahrheit. Es gibt etwas, was ein Felsen ist, auf dem du stehen kannst. Ja, kein schwankender Treibsand. Es ist ein Felsen, der Felsen der Wahrheit. Es gibt sie. In der Bibel wird Wahrheit erklärt. Und wir werden eingeladen, sie zu erleben, sie zu erkennen. Sie soll erfahren werden. Die Bibel will uns die Wahrheit offenbaren. Ja? So, was ist denn diese Wahrheit? Die Wahrheit gemäß der Bibel ist, dass es den Vater gibt, Yahweh, dass es den Sohn gibt, Yeshua HaMashiach, dass es den Geist gibt, Ruach HaKodesh, und dass das Wort Gottes von ewigem Bestand ist. Das Evangelium, das, was dieser dreieinige Gott sagt, das ist die Wahrheit. Und so sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, Johannes 14, Vers 6. Yeshua ist die Wahrheit. Deshalb der Versuch des Feindes, alles, was mit Jesus zu tun hat, in den Schmutz zu treten. Yeshua ist die Wahrheit, denn er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Amen. Er hat durch sein Wesen, durch seinen Weg, durch das, was er getan hat, durch sein Wort, durch sein Erlösungswerk uns die vollkommene Wahrheit gezeigt. Er hat sie für uns enthüllt. Und so lese ich dir das hier in Johannes 1, Vers 14 bis 17 mal vor. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann heißt es, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wow, was für eine interessante Formulierung. Die Wahrheit ist durch Jesus geworden. Heißt, jeder von uns hat die Möglichkeit, in Jesus diese Wahrheit zu erkennen, diese Wahrheit zu ergreifen, diese Wahrheit zu erleben. Denn die Wahrheit ist eine Person. Das ist das Wichtigste, was wir im gesamten Neuen Testament kapieren müssen. Es ist eine Person und wir können sie erfassen und wir können sie ergreifen und wir können unser Leben darauf gründen und wir können gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus Christus. Diese Wahrheit Gottes kam sozusagen leibhaftig zu uns. Alle göttlichen Heilsversprechungen sind erfüllt, sind bestätigt worden. In Jesus ist die Wahrheit sozusagen greifbar geworden.
erlebbar geworden, erkennbar geworden. Und dann spricht die Bibel natürlich noch immer wieder vom Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit. Interessant, nicht wahr? Jesus betet: Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. 1. Johannes 4, Vers 6. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Aha, es gibt den Geist des Irrtums, es gibt den Geist der Lüge, es gibt das, was sich gegen den Geist der Wahrheit stellt. Es ist wichtig, dass wir als Kinder Gottes ein Verständnis dafür haben und dass wir wirklich erkennen, wir dürfen dem, was auf uns einprasselt an Informationen, nicht einfach glauben. Es muss im Gebet, es muss im Geist wirklich durchdrungen werden. Die Welt ist eingehüllt in die Macht Satans mit ihren Lügen. Und die Wahrheit, die offenbart uns der Heilige Geist. Es gibt keine Abkürzung. Das ist etwas, was wir alle tun müssen. Wir müssen uns die Mühe machen, mit dem Geist der Wahrheit nach der Wahrheit zu forschen. 1. Johannes 5, Vers 6. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt. Denn der Geist ist die Wahrheit. Der Geist Gottes ist die Wahrheit. Und dann die bekannte Stelle in Johannes 16, Vers 13, die wirklich sehr, sehr wichtig ist für das Verständnis. Wenn aber jener, sagt Jesus, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. So, der Geist der Wahrheit, eine seiner Aufgaben ist, uns eben in die Wahrheit des Herrn zu leiten. Das ist der Job, einer der Jobs des Heiligen Geistes. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen, nicht die Medien. Er, der Heilige Geist. Das ist entscheidend. Weißt du, hier heißt es, dass er uns in die ganze Wahrheit leitet. Ohne Heiligen Geist gibt es keine Wahrheit. So, und was auch immer für christliche Kreise es geben mag, die den Heiligen Geist ablehnen oder die Nase rümpfen oder gering achten oder ausgrenzen, und es gibt viele, erschreckend viele christliche Kreise, in denen das so üblich ist, der steht in der Gefahr, eben nicht in alle Wahrheit geleitet zu werden, sondern in Lüge geleitet zu werden. Und exakt das ist es, was wir momentan beobachten. Es gibt einen gigantischen, erschreckenden Mangel an der Gabe der Unterscheidung der Geister. Ja? Das wird in vielen Kreisen überhaupt nicht wertgeschätzt. Und so hat man in zahlreichen Kreisen der Lüge geglaubt. Man hat vielleicht die Warnungen von Einzelnen, die Gabe haben, die hat man ignoriert, gering geachtet. Vielleicht hat man die Warnenden auch mundtot gemacht. Und man hat die Lügen nachgesprochen und die Lügen geglaubt und sich den Lügen hingegeben und das Ganze vielleicht sogar noch als Glauben verpackt. Die Folgen dafür sind schlimm und werden uns in den nächsten Monaten und Jahren noch beschäftigen. Wahrheit, so sagt uns die Bibel, ist das Evangelium. Es ist so die Wahrheit, dass es geradezu damit synonym gebraucht wird. Römer 1, Vers 18, da wird es als die Wahrheit bezeichnet. Die Wahrheit Christi, das Wort der Wahrheit. So lesen wir beispielsweise in Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, gläubig geworden. Seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das Wort der Wahrheit ist das Evangelium. Das Wort der Wahrheit ist nicht deine morgendliche Zeitung. Das Wort der Wahrheit ist nicht das, was in den Nachrichten gesagt wird. Das Wort der Wahrheit ist das Evangelium. Wir müssen vorsichtig sein.
Kolosser 1, Vers 5 bis 6. Von ihr, und da geht es um die Hoffnung, von ihr habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst. Wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Die Rettung, die Erlösung, das, was Jesus für uns getan hat, er selbst als Person, das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Und so heißt es in 2. Timotheus 2, Vers 15, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet, der nichts verbiegt, der nichts krumm macht, sondern der ganz gerade damit umgeht. Gottes Wort ist die Wahrheit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir es kennenlernen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir es uns daran orientieren, dass wir es wertschätzen. Ja, Halleluja. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Ohne Jesus keine Wahrheit. Ohne Glauben an Jesus ist der Mensch verloren. Er muss die Wahrheit, die Christus Jesus selber ist, erkennen und akzeptieren. Und dann natürlich Epheser 6, Vers 14, das dürften wir alle kennen. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und das ist in dem geistlichen Waffenrüstung. Es geht dann weiter, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Wahrheit muss uns umgürten. Es ist etwas, was dem ganzen, der ganzen Rüstung Halt gibt, was sie in Position hält. Die Wahrheit ist von größter Bedeutung. Ja, wie ein Gürtel. Und dann natürlich Johannes 17, ab Vers 16, eine ganz bemerkenswerte Bibelstelle. Da sagt Jesus, sie sind nicht in der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie, so betet er für die Jünger im hohen priesterlichen Gebet, heilige sie durch die Wahrheit. Oha, Jesus betet, dass die Jünger durch die Wahrheit geheiligt werden. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich sie auch in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Es ist eigentlich logisch. Die Wahrheit ist Christus. Die Wahrheit ist der Geist Gottes. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Ja, wenn wir die Wahrheit haben und in der Wahrheit vorangehen, dann sind wir mit Gott ganz eng verbunden. Das heiligt uns. Und alles, was in eine andere Richtung geht, entheiligt uns. Lüge entheiligt. Deshalb ist sie so extrem gefährlich. Deshalb diese extrem scharfen Warnungen vor der Lüge und vor der Macht der Lüge. Das ist keine Kleinigkeit. Wir müssen vorsichtig sein. Und ich möchte dir einfach mal ein paar Sachen nennen von solchen Wahrheiten. Echte Wahrheiten, die wir glauben. Wahrheiten, die, wo wir nicht bereit sind, darüber zu diskutieren. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Da kannst du noch viel, viel, viel dazufügen. Ich habe einfach nur mal ein paar aufgeschrieben. Das Wort Gottes ist die absolute Wahrheit. Gott hat alles erschaffen. Evolution ist Lüge. Es gab den Garten Eden. Es gab den Sündenfall. Das war da die Situation, wo der Mensch zum allerersten Mal die Lüge geglaubt hat. Es gab die Erwählung Abrahams, Isaak, Jakobs. Von Gott aus, souverän hat er sie erwählt. Und dann sein Volk, Israel, angenommen, von Gott erwählt. Es gibt dieses Einpfropfen der Gläubigen des Neuen Bundes in diesen alten, edlen Ölbaum des alten Bundes. Ja, diesen Ölbaum Israels. Heißt, Ersatztheologie ist Lüge. Die Jungfrauengeburt, absolute Wahrheit, gezeugt durch den Geist der Wahrheit, ist Jesus Christus, der die Wahrheit ist, Mensch geworden. Jesus Christus kommt wieder,
in Herrlichkeit. Das ist wirklich die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir nur durch Glauben gerettet werden, nicht durch irgendwelchen Aktionismus, durch irgendwelche religiöse Pflichterfüllung, durch irgendwelches Getue oder gar durch die Mitgliedschaft in irgendeiner Institution oder irgendeinem Laden. Nein, wir werden durch die persönliche Beziehung in unserem Glauben gerettet, indem wir Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen. Unser Lebensstil ist entscheidend. Das ist die Wahrheit. Denn der Lebensstil muss auf Wahrheit basieren. Heiligung hatten wir gerade. Es ist wichtig, dass unser Lebensstil geheiligt ist. Dieses Leben ist von unvorstellbar großer Bedeutung. Denn in diesem Leben zeigt sich, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Du weißt, dass die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Erde gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Die Wahrheit ist, alle Menschen, Tote wie Lebende, werden gerichtet. Und die Wahrheit ist, und jetzt pass gut auf, es gibt nur zwei Optionen. Ewige Verdammnis, das ist das, was man die Hölle nennt, und ewiges Leben, ewiges Sein bei Gott, das ist das, was man allgemein den Himmel nennt. Das ist absolute Wahrheit. Darüber kann man nicht diskutieren. Und jeder, der das versucht zu vermeiden, befindet sich schon in einem unwahrhaftigen Bereich. Die Wahrheit ist, es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott. Und das ist dieser, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, nämlich Jeshua HaMashiach, Jesus Christus. Heißt, jeder Gedanke an Selbsterlösung oder eine andere Form von Erlösung ist Lüge. Die Wahrheit ist, es gibt eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Und sie ist dabei, zu immer mehr hervorzukommen. Die Wahrheit ist, dass wir als wiedergeborene Kinder Gottes ein Geist sind, der eine Seele hat und in einem Körper lebt. Die Wahrheit ist, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Ja? Dass wir Könige, Priester, Propheten sind. Dass wir in höchster Autorität, Identität und Position vorangehen können. Die Wahrheit ist, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, hier und jetzt und so weiter. Und so weiter. Das waren nur mal so ein paar, ich möchte mal sagen, Nuggets zum Thema Wahrheit. Wahrheit und Lüge, ein riesiges Thema, ein wichtiges Thema. Und ein Thema, wo wir häufig so, wie soll ich mal sagen, so drüber weggehen. Ja? Wo wir überhaupt nicht drüber nachdenken. Wenn ich so mal zurückblicke, was wir an Lügen in unserem Leben hatten, mit denen wir konfrontiert worden sind, gigantisch. Gigantisch. Es ist unfassbar. Und es ist so wichtig, dass man davon sich komplett distanziert und abschneidet und sich entscheidet, komplett auf die Wahrheit zu stellen. Es ist so entscheidend wichtig. Es geht wirklich um Zeit und Ewigkeit. Es geht um ewiges Leben. Es ist keine kleine Sache. Stell dich auf die Seite der Wahrheit in allem, was in dir ist. Und jetzt möchte ich dir eine bemerkenswerte Story weitergeben, die Gisela Krieger erlebt hat. Gisela hat häufig schon ganz eigenartige Dinge mit dem Herrn erlebt, wo er sie so hineinnimmt und in eine, ja, kann man anders gar nicht sagen, bemerkenswerte Lehrstunde mit ihm. Und so war das auch hier. Ganz markant, was Gott ihr geschenkt hat. Ein prophetischer Impuls mit einem bemerkenswerten Wort, was dann kam. Das war im Mai diesen Jahres. Gisela und ihr Mann Ludger waren am Bodensee und haben da ein paar Tage Urlaub gemacht. Und sie sagt, es war so, als ob Gott uns in so eine Art Trainingslager geführt hat, wo wir jeden Tag irgendwas mit ihm erlebt haben und er uns auf kreative Art und Weise Dinge gezeigt hat. Und heute an diesem Tag waren sie also in Konstanz, haben die Stadt Konstanz besucht, ein geschichtsträchtiger Ort, und sie sind in der Stadt rumspaziert und irgendwann haben sie so einen kleinen Marktplatz gefunden, haben sich dort ein Cappuccino gegönnt und in ein kleines Café gesetzt. Konstanz, falls du es nicht weißt, ist ein Ort für Christen sehr bedeutsam, weil dort ist im Jahr 1415 Jan Hus hingerichtet worden. Jan Hus, ein Reformator, einer der Vorläufer der Reformation. Und die Situation war, dass man ihn eingeladen hat und ihm freies Geleit zugesichert hat. Und das war eine Lüge.
Von oberster Stelle, von der Obrigkeit, wurde er belogen. Und man hat ihn dort auf dem Scheiterhaufen hingerichtet und verbrannt. Lüge. Herrscher, ein Kaiser, der nichts anderes war als, sorry, ein dreckiger Lügner. Lüge von Seiten der Herrschenden. Soll es auch übrigens heute noch geben. Sie sitzen also da und genießen ihren Cappuccino, Gisela und Ludger, und der Himmel ist komplett bedeckt. Alles ist dicht mit Wolken zu. Sie hoffen sogar, dass es nicht anfängt zu regnen. Und plötzlich, während sie da so sitzt und ihren Cappuccino trinkt, hört sie im Geist: Auf dem Marktplatz ist keine Wahrheit, keine Gerechtigkeit mehr zu finden. Das kam einfach so. Auf dem Marktplatz ist keine Wahrheit, keine Gerechtigkeit mehr zu finden. Der Marktplatz, das ist immer so der Mittelpunkt, der Kern, ich sag mal der Kern des Systems. Da, wo Handel und Wandel sind, wo die Sachen ausgetauscht werden. Sie hat dann in ihrer Bibel-App geguckt, denn sie konnte sich erinnern, da gab es doch mal was. Und tatsächlich hat sie die Bibelstelle gefunden, in Jesaja 59, Vers 14, da heißt es: So ist das Recht zurückgedrängt und die Gerechtigkeit steht ferne, denn die Wahrheit ist gestürzt auf dem Marktplatz und die Geradheit findet keinen Eingang. Jesaja hat die Situation gekannt, er hat gesagt: Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Geradheit gibt es nicht mehr auf dem Markt, im ganzen System sozusagen ist sie gefallen. Gisela denkt darüber nach. Und tatsächlich sagt sie, wir sitzen hier am Rand eines kleinen Marktplatzes. So, es ist absolut nichts Ungewöhnliches zu sehen. Und dann hört sie, wie der Herr zu ihr weiterspricht und sagt: Pass auf, was gleich geschieht. Pass auf, was gleich geschieht. Ich werde in einem Augenblick die Wahrheit wieder aufrichten. Gisela sagt: Ich konnte damit nichts anfangen. Ich wusste nicht, was der Herr mir sagen wollte. Ich grübelte darüber nach. Und dann plötzlich sehe ich, wie die Wolken sich zurückziehen und die Sonne auf einmal hell scheint. Und wieder hört sie die Stimme des Herrn und er sagt: Was siehst du jetzt? Sie sitzt da, guckt sich um, strengt sich an, irgendetwas zu sehen. Aber sie sieht nichts. Hat sich überhaupt nichts verändert, außer dass die Sonne jetzt eben scheint und sie fast blendet. Und sie guckt und guckt und findet nichts. Und dann hört sie, wie der Herr zu ihr sagt: Schau dir das Gebäude gegenüber an. Und sie hatte dieses Gebäude überhaupt nicht beachtet. Sie schreibt: Ein Haus wie jedes andere halt. Ganz normales Haus. Und dann, während sie da drüber schaut, entdeckt sie auf einer hellen Wand ein Wort in Druckbuchstaben. Und das Wort heißt Wahrheit. Sie wundert sich darüber, dachte, das gibt's doch gar nicht, das stand doch eben nicht da. Eben noch hatte Gottes Geist mir mitgeteilt, das Recht sei zurückgedrängt, die Wahrheit sei gestürzt, er wird sie wieder aufrichten. Und nun plötzlich liest sie auf der Wand gegenüber Wahrheit. Sie stößt ihren Mann an und sagt: Du Ludger, sag mal, was steht da auf der Wand? Kannst du das lesen? Na klar, ist seine Antwort, Wahrheit steht da. Ich sehe also nicht eine Fata Morgana. Eben war nichts zu lesen und nun steht da Wahrheit. Sie ist neugierig und geht über die Straße und schaut sich das Gebäude näher an. Und dann sieht sie, dass die einzelnen Buchstaben in heller Schrift auf grauen Vierecken sind, von oben nach unten zu lesen. Auf dem untersten ist, dem T ist etwas eingraviert, Jan Hus, 06-1415. Und darunter das Jahr, wo das errichtet worden ist, 600 Jahre später. Schau näher hin, sagt der Herr, was siehst du noch? Und dann entdeckt sie, dass die 8 Buchstaben der Wahrheit eben aus solchen Platten herausgearbeitet sind, welche die Schatten auf die Hauswand werfen. Und das Licht gibt diese Buchstaben. Geniale Idee, denkt sie. Und es ist natürlich so, wenn keine Sonne scheint, kannst du nicht sehen. Nur wenn die Sonne scheint, ist dieses Wort Wahrheit erkennbar.
Und dann gibt der Geist Gottes ihr die Erklärung dazu. Und jetzt kommt das prophetische Wort. Ich gebe dir heute die folgende Botschaft. Die kommende Zeit wird zunächst dunkel sein. Und wie geschrieben steht, werden Recht, Gerechtigkeit, Wahrheit und Gradheit nicht zu finden sein. Aber ich sage heute, und mein Wort gilt, ich werde in einem Augenblick, schnell und unerwartet, mein Licht aufbrechen lassen und meine Wahrheit, keine von Menschen gemachte Wahrheit, wird alle Lügen aufdecken. Niemand wird das verhindern können. So wie du die Wahrheit lesen konntest, wo vorher keine war, so werdet ihr in eurem Land meine Wahrheit finden, die Neues aufbrechen lässt. In vergangenen Zeiten wurde hier Samen gesät. Und so wie mein Licht, so geht auch der bereits vor langer Zeit gesäte Samen auf. Das Land Deutschland wird in seine von mir geplante Bestimmung kommen. Proklamiere meine Wahrheit über diese Stadt und über diesem Land. Meine Wahrheit bricht hervor, wie am frühen Morgen das Sonnenlicht hervorbricht, wie das Sonnenlicht heute Wahrheit auf die Wand geschrieben hat. Sichtbar und erlebbar wird Veränderung geschehen. Ich bringe Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Ich bringe neues Leben. Ich bin das Leben. Ich beleuchte euren Weg. Ich bin der Weg. Sei nicht besorgt, sondern freue dich auf mein Licht. Freue dich auf meine Wahrheit. Vertraue darauf, dass ich alle Tage bei dir bin, bis an der Weltende. Willst du die wahre Wahrheit finden, so suche diese in meinem Wort. Stell dich darauf, wenn du meinst, dass dich nichts mehr trägt. Stell dich auf mein Wort unter meinen Schutz und meine Verheißung. Und dann hört sie noch, wie der Herr zu ihr spricht, eine große Reformation wird die Ernte der Saaten vergangener Zeiten sein. Das vergossene Blut meines Sohnes und meiner treuen Nachfolger schreit gen Himmel. Es naht die Zeit der Ernte, denn reif ist die gute Frucht eures Landes. Und Gisela schreibt weiter, seit dem heutigen Erlebnis weiß ich, dass dass Gottes Licht hervorbrechen wird, egal wie dunkel die vorhergesagte Finsternis sein wird. Gottes Licht bringt Wahrheit. Jeshua wird kommen. Ich kann Gott von Herzen danken. Und dann schreibt sie noch einige Verse. Psalm 51, Vers 8. Das war mir verborgen, du hast es mir gezeigt. Dir gefällt es, wenn jemand die Wahrheit erkennt. Sie erinnert sich an Psalm 57, Vers 11. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Psalm 85, Vers 12. Wahrheit wird sprossen aus der Erde, Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel. Und mein besonderes Gebet, so endet sie hier ihren Text mit Psalm 25, Vers 5, ist: Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Was für ein bemerkenswertes Erlebnis, was für ein bemerkenswertes Reden des Herrn, wenn es hier wirklich um die Wahrheit geht. Urplötzlich, aus dem Nichts, du siehst nichts, leuchtet die Wahrheit hervor, weil der Herr mit seinem Licht kommt. Amen. Ja, was für eine gewaltige Botschaft, was für ein gewaltiges prophetisches Wort. Ja. Ein Erlebnis ganz aus dem Alltag und trotzdem doch so markant. Und ich glaube, das wird auch in der Zeit, in dem Fasten, in das wir jetzt reingehen, das wird auch da passieren, dass Gott so ganz persönlich in den Alltag hinein prophetische Worte schenkt, Bilder, Visionen, einfach etwas aus dem Reichtum, den er uns erfassen und sehen lässt. Ja. Ich bin so gespannt auf die Halleluja. Zeit, die jetzt kommt. Ja, und es ist wichtiger als je zuvor, sich wirklich ganz auf die Seite der Wahrheit zu stellen.
Richtig. Und der Lüge den Kampf anzusagen. Amen. Genau. Das war stark. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns zum einen in diese Zeit des Fastens jetzt hineinführst, morgen früh beginnst. Wir danken dir für diese 3 Wochen Fastenzeit, die du uns dieses Jahr aufs Herz gelegt hast. Und es geht um diesen Kairos Gottes. Und wir wollen sehen, wie dieser Kairos Gottes, dieser Zeitpunkt Gottes, dieser Fixpunkt, den du hast, wirklich immer näher kommt. Und wo das, was in deinem Herzen ist, deine Pläne ist, deine Absichten hervorkommt. Nicht das, was sich irgendwelche Eliten denken, nicht das, was der Feind sich ausdenkt, nicht das, was irgendwer sich ausdenkt, sondern das, was in deinem Herzen ist. Dafür wollen wir beten und dafür wollen wir einfach fasten und uns fokussieren und von dir Antworten, Führung, Weisung und Hilfe empfangen. Halleluja. Yes, Herr, wir danken dir so sehr, dass dein Kairos immer die Wahrheit ist. Der Kairos beinhaltet Wahrheit. Und wir wollen diesen Kairos verkünden. Wir wollen uns darin bewegen. Wir wollen darin sicher laufen. Und wir danken dir, dass du uns jetzt in diesem Glaubenslauf, den jeder von uns hat, dass du da diesen Kairos gesetzt hast. Zeitpunkte mit dir, enge Verbindung mit dir, Hingabe an dich und deine Absichten, dass wir das Wort in gerader Richtung schneiden. Wir wollen die sein, die Wahrheit verkünden, das Evangelium verkünden. Wir wollen nicht zurückhalten in einer Zeit wie dieser und wir müssen dieses Licht sein, wir müssen dieses helle Sonnenlicht sein, was du in unseren Herzen aufrichtest, damit Wahrheit erkannt wird. Wahrheit inmitten der Zeitabläufe, der Zeitpunkte, die du für uns gesetzt hast. Wir preisen und ehren dich. Amen. Das ist wirklich wahr. Das Wort der Wahrheit jetzt den Menschen weiterzugeben, das Evangelium, das ist es. Das ist das Wichtigste überhaupt, wenn es darum geht, mit Lüge und Wahrheit, das Wort der Wahrheit weiterzugeben, dass Menschen die Möglichkeit haben, für Zeit und Ewigkeit gerettet zu werden. Das stimmt. In Yeshua HaMashiach. Halleluja. Nochmal hier, ganz kurz, ein Ausschnitt aus diesem Wort. Die kommende Zeit wird zunächst dunkel sein. Und wie geschrieben steht, werden Recht, Gerechtigkeit, Wahrheit und Gradheit nicht zu finden sein. Aber ich sage dir heute, und mein Wort gilt, ich werde in einem Augenblick, schnell und unerwartet, mein Licht aufbrechen lassen und meine Wahrheit wird alle Lügen aufdecken und niemand wird das verhindern können. Halleluja! Yes. Der Herr kommt und sein Ratschluss kommt hervor. Und wir sind sehr begeistert für das, was er vorhat. Schau, wir hatten den eingefangen heute, diesen Livestream mit dem kurzen Bericht über den Sentis. Auf dem Sentis haben wir die Wahrheit verkündet, den Sieg Jesu ausgerufen. Es ist wichtig, dass das getan wird. Ja, dann ging es um das mit dem Kairos, der Kairos Gottes, der Zeitpunkt Gottes. Da geht es um die Wahrheit. Da geht es um das, was Gott sagt. Da geht es um das, was Gott uns aufs Herz legt. Und jetzt hier dann dieses gewaltige Wort, dieser Zusage Gottes, die Wahrheit wird wieder aufgerichtet werden. Momentan ist sie kaum zu finden in einer Welt von Lüge. Aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Yes, Amen. Amen. So, wir verabschieden uns mit der Einladung für morgen. Ja. Der Kairos, der Zeitpunkt Gottes, beginnt morgen früh. Und wir wollen den ersten Tag wirklich gut gestalten. Wir treffen uns um 18 Uhr hier wieder zum Livestream. Mit Abendmahl. Mit Abendmahl, bereite dir das vor. Mach dir das Abendmahl für diese Fastenzeit jetzt wirklich auch mal besonders. Vielleicht nimmst du so das Abendmahl immer zwischendurch und ganz schnell oder wie auch immer. Aber vielleicht machst du es dir schön und machst es dir besonders und genießt es, weil das leitet dann dich in das Abendessen ein. Genau, 3 Wochen lang, jeden Tag 18 Uhr mit Abendmahl und einer Message, wo wir gespannt sind, was der Herr uns da schenken wird. Genau, wir verabschieden uns. Genau. Bis morgen. Bis morgen. Ja, bis morgen. Okay, bis morgen. Shalom. Ciao.